Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Need for Speed Row Street. Ein Teil, den ich damals nicht gespielt habe, weil ich es blöd fand, dass es wohl nur noch auf der Rennstrecke ist und nicht mehr in der Stadt. Wir fangen sofort eine neue Karriere an, ja. Danke, dass du ältere Need for Speed Titel gespielt hast. Wir haben dir im Karrieremodus 6 Reparaturgutscheine und 2 Totalschadengutscheine verliehen. Ach ja, stimmt. Und das hat mich auch irgendwie gestört, dass Autos kaputt gehen können anscheinend. Denn nur einmal im Jahr sucht Battle Machine hier nach den besten Fahrern. Wer heute gewinnt, ist bei den wirklich großen Battle Machine Rennen dabei. Wenn du auf Street Racing stehst, dann kannst du bei Battle Machine zeigen, dass du es mit den Besten aufnehmen kannst. Hey, keine Ahnung, vielleicht ist irgendwann einer von den Fahrern hier der nächste Street King, versteht ihr? Okay, dann starten wir mal durch, Leute. Auf geht's! Das Finale geht gleich los, aber erstmal checkt das. Ihr kennt seine DVDs, ihr kennt seine Magazincover. Und im Ernst, für seine Krone würde jeder Fahrer bis zum Äußersten gehen. Das war mein Ticket für die großen Rennen. Ist aber ganz nett auch, sich wieder mal ein kleines Rennen anzugucken. Na gut, riesengroß ist vielleicht richtig, aber dafür haben wir ein paar echt große Namen am Start. Wie? Ja? Ja, zieht euch das ein, da ist er. Mein Cooper im grünen 250.
Battle Machine Kandidat? Keine Ahnung, ich kenne diesen Cooper nicht. Damals hätte der nichts gerissen. Die Standards sind wohl dieses Jahr echt gesenkt worden. Hey, ich will Cooper hier nicht in den Himmel loben. Er wird uns schon zeigen, was er kann. Okay, die Jungs sind wieder soweit. Und alle sind heiß auf den Sieg. Denn jetzt geht's drum. Wer das Rennen hier gewinnt, bekommt eine Einladung zu den großen Battle Machine Rennen. Also los, Chicago, jetzt macht mal richtig Alarm! Okay, wir gucken erstmal einen Film anscheinend. Okay, dann mal los. Da ist Cooper. Auch die anderen sind bereit. Die Party kann losgehen, alles klar. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, habe ich manuelles Getriebe an? Nee, habe ich nicht. Okay. Es gibt eine Ideallinie, die eingeblendet wird. Boah, die Steuerung ist ja gar nicht mehr Arcade. Die erste Runde sieht doch gut aus, Leute, oder? Noch wärmer. Oh mein Gott. Ja, ich folge einfach mal der Ideallinie. Ne? Also was meine ich mit gar nicht mehr Arcade? Man hat eine ziemlich verzögerte Lenkung. Das Auto ist sehr schwerfällig. Es fühlt sich einfach nicht mehr so, also so direkt an alles. Ja, wir spielen leider komplett ohne Mods, weil ich das momentan einfach nicht hinbekomme, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, wir fahren wohl zur Battle Machine, was auch immer das ist. Willkommen bei Battle Machine. Du hast deine erste Rennorganisation freigeschaltet. Gewinnst und dominierst du genügend Renntage, erhältst du weitere Einladungen. Wenn du anfangen willst, wähle das Battle Machine Logo und nimm am Renntag teil. Viel Glück. Ja, unseren Rivalen haben wir anscheinend jetzt auch schon kennengelernt. Kann ich hier irgendwie... Ne, kann ich leider nicht weiter gucken. Da kommt man zur Garage, okay. Ja, dann Battle Machine Challenge Nevada.
Und wir bekommen dann den Civic, okay. Ist das hier Rangliste? Oh, okay. Ich bezweifle, dass diese Server noch online sind. Ja. Machen wir das. Willkommen bei Battle Machine. Das hier ist dein erstes Challenge-Wochenende. Challenges stellen dein Können so richtig auf die Probe. Deinen Wagen kannst du zu Hause lassen. Battle Machine stellt eigene Autos. Frag nicht, wo sie die herhaben, wenn du verstehst, was ich meine. Damit Chancengleichheit herrscht, sind alle Autos auf identische Leistung getunt. Die Autos sind bereit und alles, was du nur noch tun musst, ist fahren. Baust du einen Unfall, brauchst du dich nicht um die Reparatur zu kümmern. Die Battle Machine Mechaniker richten das schon. Naja, bis zu einer bestimmten Grenze. Hast du einen Totalschaden, ist das Wochenende gelaufen. Zerlegst du alle deine Autos, kannst du nach Hause fahren, Homie. Du musst dir nur eine Regel merken. Gewinnen alleine reicht nicht. Du musst dominieren. Für jedes Rennen kriegst du Punkte. Je besser du fährst, desto mehr Punkte gibst. Hast du genug Punkte zusammen, dominierst du das Wochenende. Kommst du so weit, ohne Totalschäden, bekommst du einen neuen Wagen. Mhm. Okay. Ich muss kurz erwähnen, dass Ryan Cooper hier heute mitfährt. Sein erstes großes legales Rennen. Der Junge hat ein wahnsinniges Talent. Er ist lange Zeit Straßenrennen gefahren und hat zuletzt die Battle Machine Qualifikation dominiert. Wenn er das bringt, was ich bisher von ihm gesehen habe, können wir einiges von ihm erwarten. Sekunde. Ich muss mal gerade hier noch was suchen. Okay, es geht weiter. Also, Leute. Keine Ahnung, wie er gerade auflegt, aber ich weiß, dass nur ungefähr 10 Minuten oder so ein anderer DJ am Start ist. Und hey, tut dem jungen Mann Gefallen, okay? Nicht an seine Plattenspieler stoßen. Letztes Mal hat irgendeiner den DJ sogar die Nadeln geklaut, also kommt schon hier heute ein bisschen Respekt mit, okay? In ungefähr 5 Minuten geht's weiter, also nicht weglaufen. Das ist Battle Machine. Mein Name ist Big J, ich bin in wenigen Minuten wieder Mikro. Ich will eigentlich nur... Kann man irgendwie... Ah, hier kann man auf manuell wechseln. Ja, wir lassen diese ganzen Hilfssysteme mal an. Manuell. Okay, bei Drag gibt es ja sowieso keine Automatik. Und auch hier manuell. Ich guck nochmal gerade, dass die Schuhbelegung passt. Sekunde. Ja, sieht okay aus. Punkte bis zur Dominanz 19.200. Aha. Ja. Fangen wir. Okay. Soll man hier erst ins Training? Machen wir mal. Erstmal Training. Okay, von den Grip-Rennen gibt's verschiedene Typen. Aber insgesamt geht's immer darum, der Schnellste auf der Strecke zu sein. Bei den Grip-Rennen sind immer mehrere Fahrer dabei. Und alle kämpfen um den Sieg. Es gibt also einiges an riskanten Situationen. Reagierst du schnell, bleibst du im Rennen. Fährst du in enge Kurven rein, helfen dir die Pfeile und Bremsmarkierungen, die richtigen Bremspunkte zu finden. Such dir gute Überholmöglichkeiten. Aber schieß dich nicht selbst raus, indem du an schwierigen Stellen vorbeigehst, verstehst du? Oft heißt es ja, dass Kratzer und Beulen zum Rennen dazugehören und so. Du kannst die anderen Fahrer verunsichern, indem du ihnen leicht ins Auto fährst. Aber Vorsicht, dein Auto kriegt dabei auch einiges ab. Je mehr Schäden dein Wagen hat, desto mehr verliert auch der Motor an Leistung. Und der Sieg wird immer schwieriger. Sind die Schäden zu groß, riskierst du sogar einen Totalschaden. Also überleg dir gut. Aha. Ja, gucken wir mal. Achso, man muss auch in den ersten Gang schalten. Weiß ich noch nicht, ob ich da so richtig Bock drauf hab. Alles klar, es geht schon mal gut los. Ganz ehrlich, ich glaube, ich lasse das noch auf Automatik. Ich glaube, das macht hier nicht so einen Ups.
Ich muss ja sogar in den Rückwärtsgang schalten, das ist ja richtig nervig. Ich komme gar nicht damit zurecht, gell? Okay, warte mal. Beenden. Ja, es ist ja kein Rennen, es war ja nur Training. Okay, Leute, wir haben ja ein paar Fahrer, die zum ersten Mal dabei sind. Ein paar davon kommen von der Straße, das meine ich buchstäblich so. Wahrscheinlich waren sie sogar gestern Nacht noch unterwegs, aber wer auf der Straße gut ist, muss nicht automatisch auch bei Battle Machine gut sein. Wir werden sehen, wie weit sie es bringen werden. Test, Test, Mic Check, 1-2. Hey, wie komme ich da draußen drüber? Könnt ihr mich hören da drüben? Falls es euch interessiert, die Sponsoren... Ja, ist gut. Der Typ labert ganz schön viel. Alle Golf GTI mit 200 PS. So. Okay. Das ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass wir einen Namen haben. Oh, das kann doch nicht sein. Also ich starte das direkt neu. Warum fahre ich denn da? Also, naja, komm. Ganz viel Spaß, Leute. Danke, dass ihr hergekommen seid. Hier geht's so mehr. Also man darf sich offensichtlich auch nicht mehr so mal an der Wand anlehnen, um eine Kurve besser zu kriegen. Und diese wirklich gar nicht direkte Lenkung, an die muss ich mich wirklich erst gewöhnen. Wo ist eigentlich der Auspuff? Warum hat dieses Auto keinen Auspuff? Oder haben die den an die Seite gepackt? Das wäre cool. Also diese extrem verzögerte Steuerung gefällt mir eigentlich nicht. Das mag ich nicht. 8000 Punkte bekommen. Okay. Und hier. Hier ist Yoshi Suzuki. Yoshi war der Erste, die damals so um 99 muss gewesen sein, herum das Driften in die USA gebracht haben. Er kam damals mit den Jungs von Noise Bomb in die Staaten und mit ihrer Drift-Demo brachten sie den Stein ins Rollen. Yoshi ist ein Wahnsinniger, den ihr im Auge behalten sollt. Ja, fahren wir mal, was auch immer das hier war. Ich hab's schon wieder vergessen. Was, Zeitfahren? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Noch Zeitfahren.
und man hat 3 Runden, um diese Zeitvorgabe zu erreichen. Oh Gott. So wird das auf jeden Fall nichts. Dass diese Lenkung so verzögert ist, das ist wirklich ätzend. Perfekt. Wenn man von der Strecke abgekommen ist, sollte man auf jeden Fall einfach quer wieder drauf fahren. Das machen die in der Formel 1 auch immer so. Das ist auf jeden Fall die sicherste Variante. Die Runde wird nicht so gut, aber wir haben die Zeitvorgabe ja schon lange unterboten. Ich nehme es zurück. Es war sogar noch schneller, wie auch immer das ging. Ich dachte, die zweite Runde war die beste. Aber egal. Egal. Bonus für sauberes Rennen. Kosmetischer Schaden. Aha, aha. Gut. Das wird ein verdammt hartes Match ohne Rücksicht auf Verluste. Einige Jungs vom Apex Gleitchen sind hier mit voller Kraft unterwegs. Und sie werden mit Sicherheit ihre Opfer finden. Oh, das gibt ein Feuerwerk, wenn die dabei sind. Okay, sorry, Sekunde mal gerade. Gebt ihr Bescheid, wenn die Jungs das Zeichen geben, dass sie soweit sind, ja? Okay, alles klar, es geht weiter. Ja, ich glaube, okay, ich würde das mal ein bisschen wegfahren wollen. Bei Drag-Turnieren geht's darum, die schnellsten Zeiten zu fahren. Wie der Name Turnier schon sagt, werden mehrere Läufe gefahren. Also auch wenn nur ein Gegner neben dir steht, musst du dir immer im Klaren sein, dass noch eine Menge anderer Fahrer dabei sind. Okay, um also schnelle Zeiten hinzulegen, musst du deine Reifen auf die perfekte Temperatur vorwärmen. Und das machst du in der Vorbereitungsphase, vor dem Lauf. In dieser Phase musst du so viel Grip wie möglich aufbauen. Dazu hältst du die Motordrehzahl im perfekten Bereich, der auf dem Drehzahlmesser markiert ist. Je mehr Grip du in der Aufwärmphase erreichst, desto mehr Traktion hast du. So, jetzt kommt was Wichtiges. Achte auf das Startsignal und schalte im richtigen Moment, um einen perfekten Start hinzulegen. Machst du einen Frühstart, wirst du für diesen Lauf disqualifiziert. Also Vorsicht! Knallst du in der perfekten Schaltzone den nächsten Gang rein, fährst du schneller und hast bessere Siegchancen. Fahr aber nicht zu lange im roten Bereich, sonst schickst du deinen Motor in die ewigen Jagdgründe. Und dann leiden nicht nur deine Chancen auf den Turniersieg, sondern auch deine Finanzen. Gegen Don Barry. Aha. Runde 1 geht ab, Leute. Runde 1. So, beide Fahrer hier leiden an schwerem Gasfuß. Das wird eine Monstershow. Also Leute, feuert
Feuert sie ordentlich an! So, wie geht das jetzt? Achso, ich muss das in dem Bereich da halten. Okay. Es war nicht besonders gut, aber es hat gereicht. Dann gegen Eddie Spencer. Der Typ hier. Der ist einfach verrückt. Das ist Ryan Cooper. Man nennt ihn auch Comeback Kid. Also das ist ja praktisch unmöglich, gescheit zu machen. Ohne Gaspedal. Ja, es war auf jeden Fall besser. War sogar am besten. Das Spiel ist am Anfang nur noch sehr verzeihend. Aber vor allem, das war sogar noch mal besser. Wie kann das sein? Egal. Wenn es überhaupt irgendwas zu sagen gibt, dann, dass es ein echtes Ryan Cooper-Wochenende war. Die könnten den Namen Battle Machine auch gleich in Ryan Cooper Machine oder was weiß ich ändern. Er hat jedes Rennen dominiert, das er mitgefahren ist. Das wird langsam unheimlich. Wobei der ist ja eigentlich viel besser. Gut, wo war ich? Ja, dann nehme ich den. Weiß nicht, wie das Handling-mäßig ist, aber egal. Wieso konnten wir jetzt eigentlich das andere Drag-Rennen gar nicht mehr fahren? Weil wir vorher schon alle Punkte geholt haben, die wir brauchten, oder? Vermutlich. Naja, gut. Ach so, Willows. Nee, das ist ja. Hä? Achso, das haben wir gemacht. Und das sind die zwei jetzt. Die zwei können wir jetzt machen. Okay, verstehe. Ja, dann fangen wir mal damit an. Hey, schicker Wagen. Es ist so. Du bringst deine eigenen Autos mit und zahlst deine eigenen Schäden. Renntage sind ein Mix aus verschiedenen Renntypen. Im Gegensatz zu den Challenges kannst du dir die Wagen aussuchen, mit denen du fährst. Aber überlegst dir gut, du hast nur einen Wagen pro Renntyp und das am ganzen Wochenende. Ein Ersatzwagen ist noch erlaubt, aber verlass dich nicht auf ihn. Denk dran, dich zwischen den Events um deine Autos zu kümmern. Ab jetzt musst du für alle Reparaturen deine eigene Kohle abdrücken. Kleinere Beulen und Kratzer kannst du zwischen den Rennen gegen Geld reparieren lassen. Aber bei einem Totalschaden brauchst du einen Gutschein für die Reparatur. Siege, Dominanz und neue Renntagrekorde bringen dir große Belohnungen ein. Je mehr Rennen du fährst, desto mehr lohnt sich's. Denk dran, du bist hier, um zu dominieren. Aufgeben ist dann eine Option, wenn du zu tief in Probleme steckst. Aber wenn du aufgibst, bevor du den Renntag gewonnen hast, verlierst du die gewonnenen Punkte. Also halt durch, gib alles und pass auf deine Autos auf. Ich muss ehrlich sagen, es klingt ein bisschen nervig. Ja, dann wählen wir mal den. Und da wählen wir dann wohl mal den. Hey, den kenn ich. Das ist Ryan Cooper.
Kann man sieht, dass er es ernst meint, denn er tritt hier mit einem abgefahrenen 240er SX an. Das Teil aufzunehmen soll ziemlich kompliziert gewesen sein. Das so Tuning, gibt's das hier noch? Schön, dass der Wagen. Könnt ihr mir ja gerne mal sagen. Also, es gibt zwei Arten, wie wir. Kann ich mal einer die Waffe da bitte geben? Okay, alles klar. Also, Leute. Keine Ahnung, wer da gerade auflegt, aber ich weiß, dass nur ungefähr 10 Minuten oder so ein anderer DJ am Start ist. Ja, wir fangen einfach an. Ich glaube, der Typ labert einfach ununterbrochen. Okay, wir werden hier jetzt richtig gute Grip-Action erleben. Was so viele Kraftfahrer im Grip rennen, da ist klar, dass so einige auf der Strecke bleiben werden. Also optisch finde ich das Spiel ja eigentlich schon mal ganz schön. Aber wir diven jetzt erstmal hier richtig schön in die Kurve rein. Fahr doch mal schneller hier. Ich weiß gar nicht, woran sieht man denn eigentlich, wie kaputt das Auto ist. Aber jetzt hat das ja schon auf jeden Fall ein bisschen was abbekommen. Aber ich glaube, so richtig kaputt ist es noch nicht. Okay, das ist eigentlich eine Vollgaspassage. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das Spiel mit Lenkrad deutlich mehr Bock noch macht. Weil es halt gar nicht mehr. Es ist gar kein. Also gar nicht mehr so auf Fun Racer getrimmt, sondern nimmt sich schon relativ ernst, glaube ich. Auch wenn man am Anfang irgendwie viel zu gut ist anscheinend. Ja, ich weiß, dass alle, die auf amerikanischen Muscle Cars stehen, ausflippen, wenn sie Bradley Hunter sehen. Heute sind viele Autofreaks hier, aber Bradley ist sozusagen der Inbegriff des Autofreaks. Der Typ isst Reifengummi und trinkt Motoröl zum Frühstück, versteht ihr? Okay, wir haben noch eine Menge auf dem Programm und hey, was willst du? Ich würde sagen, wir fahren noch hier Drag und dann ist das auch genug für die erste Folge. Seht ihr aus, was ich sehe? Das ist er. Das ist Ryan Cooper. Man nennt ihn auch Comeback Kid, weil er schon aus der letzten Sekunde den Sieg geholt hat. Also los, Leute, feiert ihn an, okay? So, Kennedy, das ist mein Junge. Ich hab ihm jetzt nämlich alles beigebracht. Ja, okay, geht los. Okay. Hat leider Motorschaden gehabt. Alles klar. Wir sind bereit und es kann losgehen. Boah, beide Fahrer hier leiden an schweren Gasspülen. Das wird eine Monster-Show. Okay, die Sprüche werden auch nicht neuer oder besser oder anders.
Drag-Start, den muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Aber im Moment ist das Spiel ja so verzeihend, das macht ja gar nichts eigentlich. Strip? Wir sind doch nicht auf dem Vegas-Strip. Wir sind doch irgendwo mitten in der Wüste. Ja gut, nicht mitten in der Wüste, aber... Gut. War doch schon mal ein gelungener Auftakt. Ich drücke Enter und es passiert gar nichts, außer dass es Geräusche macht. Okay. Ich speichere dann halt mal den Shadow und jetzt. Nein, ich möchte das Rennen nicht neu starten. Ich hab's doch gewonnen. Wieso kann ich denn nicht... Wurde es erster, ja, ich weiß. Hä? Wieso darf ich das nicht beenden? Dann ja, starten wir es halt neu. Ah, jetzt passiert gar nichts mehr. Cool. Gut, dann ist das wohl wirklich ein gelungener Auftakt in die erste Folge, denn irgendwie ist das Spiel gerade... Ich weiß auch nicht, was da gerade passiert, weil es ist nicht gefreezed. Es funktioniert ja noch, also man sieht ja auch, da bewegt sich noch alles. Allerdings habe ich jetzt gar keine Kontrolle mehr über irgendwas und es passiert nichts mehr. Cool. Ich hoffe, es wurde gespeichert. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt mir gerne Kommentare. Und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.